Tja, draußen ist geilstes Wetter. Ich komme direkt aus dem Büro und ich sitze schon wieder am Rechner und plane. Und warum? Weil ich Großes vorhabe. Jedes Jahr nehmen wir uns zu Silvester so einiges vor, aber selten schaffen oder erreichen wir die selbstgesteckten Ziele. Aber mein Ziel 22 ist ein lang gehegter Traum. Ich möchte eine Weltreise machen. Ja, besser gesagt, ich möchte es versuchen, eine Weltreise zu machen. Und ich hoffe, dass es klappt. Das ist schon immer im Kopf gewesen, aber ich habe es aus den unterschiedlichen Beweggründen immer wieder geschafft, es nicht zu realisieren. Dies Jahr soll Schluss damit sein. Der Wunsch, die Idee, eine Weltreise zu machen, ist doch viel zu mächtig und ständig präsent, dass man da leichtfertig mit umgeht. Es bedarf einer intensiven Planung, einer Vorlaufzeit. Und viele weitreichende Entscheidungen müssen getroffen werden. Wohnung aufgeben, Job aufgeben, das sichere Umfeld verlassen. Es ist ein Projekt vom Kaliber eines Hausbaus. Hat man sich durchgerungen, aus welchen Gründen auch immer, dem Mietverhältnis Lebwohl zu sagen, reiht sich Entscheidung an Entscheidung. Man kommt regelrecht in einen Entscheidungsfunnel. Darum ist es wichtig, einen Termin zu haben. Und den gibt es bei mir seit Mai. Es soll der 7. August sein. Da soll es losgehen. Dieser Termin ist wichtig, damit man sich fokussieren kann, damit das Ziel greifbar wird. Wie ich es machen will, das steht auch fest. Ich fahre einen Defender, genauer gesagt Defender TD5 aus 2003 mit mittlerweile 219.000 Kilometern. Warum mit dem Camper? Nun, im Camper hat man sein privates Umfeld, seinen Rückzugsort, man fühlt sich geborgen. Ist doch ein ganz wichtiger Punkt, wenn man lange unterwegs ist. Aber natürlich hat man nicht unendlich Platz. Aber man muss sich deutlich weniger einschränken als mit Rucksack auf dem Fahrrad oder Motorrad. Bis auf notwendige Fährverbindungen oder Verschiffungen lässt sich Zeit und Route individuell und unabhängig bestimmen. Noch ein wichtiger Punkt ist die Unabhängigkeit von Hotels. Ein schöner Stellplatz in der Natur mit Aussicht oder am Wasser, ein Campingplatz für kleines Geld ist Freiheit. Das ist alles cool, solange die Technik funktioniert. Man sollte sich mit seinem Gefährt auf jeden Fall rudimentär auskennen, um zumindest kleine Wartungen und Reparaturen selbst durchführen zu können. Ersatzteile gehören mit an Bord und sollten im Vorfeld sorgsam ausgewählt werden. Warum ist der Defender so ein toller Begleiter? Naja, er ist die Krönung britischer Ingenieurskunst und das einzigartige Design macht ihn unverwechselbar. Eben ein Meilenstein automobiler Geschichte. Ich finde ihn geil. Nein, ehrlich, man kriegt alles unter. Schränke, Bänke, überall gibt es Staumöglichkeiten, ohne dabei zu groß zu sein für Container, für Innenstädte und Offroad-Pisten. Vorausgesetzt, dass der Großteil des Reisens draußen stattfindet. Aber sollen Küche, Bad und Dusche drinnen sein, ist er natürlich zu klein. Beim Ausbau lässt sich im riesigen Zubehörangebot aus dem Vollen schöpfen. Und man kann sich inspirieren lassen. Eine Roomtour des Defenders wird natürlich noch folgen. Ist es gelungen, den zur Verfügung stehenden Raum optimal zu gestalten, belohnt dich der Defender mit seiner Geländegängigkeit und der Option, auch schwer zu erreichende Ziele anfahren zu können. Die robuste Technik und die weltweite Bekanntheit des charmanten Briten gibt Sicherheit, wenn er zickt und mal Hilfe braucht. Mit meinen 1,80 ist die Komfortzone allerdings erreicht. Größere Menschen werden sich auf längeren Strecken bestimmt in einem Landcruiser oder Bus wohler fühlen. Schnell von A nach B zu kommen ist auch nicht seine Stärke. Aber 85 bis 90 ist meine bevorzugte Reisegeschwindigkeit im TD5 und das ist sehr entspannt. Planung habe ich ja schon angesprochen. Es muss natürlich alles irgendwie organisiert werden. Ist ja schließlich ein großes Projekt. Aber ich glaube, dass die Gefahr relativ groß ist, alles wieder on hold zu schieben, wenn die Übersicht verloren geht. Beruflich habe ich viel mit Excel zu tun. Einfache Tabellen, aber auch komplexere Geschichten mit Terminplanung und Aufgaben. Da liegt es natürlich nahe, dass ich dieses Werkzeug auch für meine Reiseplanung nutze. Die Tabelle stelle ich gern zur Verfügung, einfach eine E-Mail schreiben. Ich zeige euch mal, wie ich das gemacht habe. So, das ist hier also die Tabelle, die alles weiß. Das wichtigste Hilfsmittel in der Vorbereitung der Reise.
Wir haben hier den Projektanfang, in meinem Fall der erste, zweite und das Projektende. Das heißt, hier startet die Reise, gelb markiert, yep. Die aktuelle Woche finden wir hier, dazwischen den Bearbeitungszeitraum mit den einzelnen Kalenderwochen. Die Tabelle habe ich so aufgebaut, dass ich in einzelnen Blöcken arbeite. Einmal das Auto, Henry, so heißt er ja, mit allem, was daran zu tun ist. Dann Dokumente, Impfung, das finden wir hier, der größte Block. Dann haben wir einen Teil Ausrüstung, alles erledigt, jupp. Dann haben wir Job, was damit zu tun hat. Dokumentation der ganzen Reise, das ist ja auch einiges zu tun. Und ein Block Sonstiges. In den einzelnen Kapiteln finden wir dann die To-Dos mit einem geschätzten Preis, sodass ich hier oben in etwa den Überblick habe, über wie viel Euros rede ich denn noch. Flüssigkeitenwechsel beispielsweise, wenn ich das erledigt habe, trage ich hier 100% ein. Das wird zu 0 und Punkt ist erledigt. Hier hinten kommt dann ein Daumen hinter. Da ich das aber erst Anfang Juli machen möchte, ist es natürlich noch 0. Der Wagen ist aktuell in der Werkstatt. Da müssen noch ein paar Sachen gemacht werden. Hoffe ich, dass ich morgen oder übermorgen wieder kriege. Und dann könnte ich eigentlich schon mit den finalen Arbeiten beginnen. Ach ja, ich habe einen Defender Workshop mitgemacht, schon relativ früh, wo ich wusste, dass ich losfahren werde. Sehr zu empfehlen für alle, die, so wie ich, nicht die große Ahnung von der Autotechnik haben. Und dort bekommt man an einem Wochenende mitgeteilt, was sich am Auto ereignen kann, wie man die Pannen behebt, wie man sich behelfen kann, wenn man unterwegs ist, und bekommt so den technischen Überblick über sein Fahrzeug. Absolut zu empfehlen. Tolle Leute da, alle gleichgesinnt. War ein super Wochenende. Da erfährt man dann auch zum Beispiel solche Geschichten, Kleinigkeiten, wie es gibt Schraubventile. Reißt man sich in Offroad-Faden das Ventil ab am Reifen, ist man ja gezwungen, den Mantel runterzumachen, um das Ventil von innen dann wieder reinzustecken. Muss man nicht, wenn man Ventile hat, die man einschrauben kann. Ganz wichtiger Hinweis, der einem viel Ärger unterwegs ersparen kann. Habe ich mir gleich 4 Stück von besorgt. Ich habe mir eine Rückfahrkamera eingebaut. Ja, da ich alleine unterwegs bin, gibt mir das so nochmal Quäntchen an Sicherheit. Wenn man zurückfährt, ein anderes Auto antitscht, unnötiger Ärger, den man sich da einhandelt. Daher habe ich hier 90 Euro investiert und mir eine Rückfahrkamera eingebaut. Ziemlich cool. Der TE5 mit seinem Steuergerät, wenn da mal irgendwas mit sein sollte, dass er nicht anspringt, dass er irgendwie Fehlermeldungen hat, bin ich gezwungen, diese Fehlermeldung aus dem Steuergerät auszulesen. Dafür gibt es das Nanocom. Und dort kann ich im idealen Fall die Fehler zurücksetzen, um dann wieder starten zu können. Ich brauche noch ein paar Ersatzteile. Einige habe ich mir schon besorgt. Mir fehlen jetzt zum Beispiel noch Bremsbeläge. Das werde ich mir also noch beschaffen müssen. Dann, wenn die Karre voll beladen ist, dann werde ich damit nochmal auf die Waage fahren, damit ich weiß, mit wie viel Kilo und Tonnen ich denn da überhaupt unterwegs bin. Wir kommen zu dem Kapitel Dokumente, Impfungen, der größte Teil. Zu Anfang gucke ich natürlich, ob meine Reisepässe noch gültig sind. Ich habe 2. Ich habe beim Tropeninstitut eine Impfberatung machen lassen, kann ich absolut empfehlen. Man gibt den Status seiner Impfungen an, die Länder, die man bereisen möchte, und bekommt dann eine Empfehlung, welche Impfungen noch zu machen sind, und nebenbei noch jede Menge Info zu den einzelnen Ländern, Gesundheitsvorsorge etc. 20 Euro, die sich auf jeden Fall lohnen. Damit bin ich dann zu meinem Hausarzt gegangen und habe mir die entsprechenden Impfungen geben lassen. Der ganze Corona-Kram
Beim ADAC das Carnet de Passage, das ist der Reisepass für das Auto, braucht man für die unterschiedlichsten Länder, kann man beim ADAC sehen. Ich habe mir das nach Rücksprache, werde ich das am 22.07., also relativ spät vor Abreise, beantragen und es mir dann in die Türkei schicken lassen. Die Gültigkeit ist ein Jahr. Und wenn ich 2 Monate bis zur Einreise in den Iran unterwegs sein möchte, verliere ich ja schon 2 Monate. Daher werde ich mir das zu einem späteren Zeitpunkt ausstellen lassen und dann nachschicken lassen. ADAC sagt, es ist kein Problem. 3-4 Tage bis in die Türkei, bin ich gespannt. Ich habe 3 Visakarten, Kreditkarten und ein Bankkonzept entwickelt. Ich habe also ein Hauptkonto und ein Reisekonto. Von dem Hauptkonto erfolgt automatisch eine Überweisung jeden Monat, 800 oder 1000 Euro, muss ich nochmal schauen, auf das Reisekonto. Von dort bediene ich mich dann mit der Kreditkarte. Hat den Vorteil, dass wenn mal irgendwas geklaut wird, mir man das Konto nicht ausräubern kann, sondern nur auf den Betrag zugreifen kann, der gerade drauf ist. Ich habe ein 3. Konto eingerichtet mit einer 3. Kreditkarte, wo ein fester Betrag drauf liegt für Notfälle. Ich habe alle Dokumente gescannt und sicher in der Cloud abgelegt, naja, so sicher wie es sein kann, und zusätzlich nochmal Kopien im Auto verstaut. Einen internationalen Führerschein habe ich beantragt, das ist kein Problem. Problematischer sieht es aus beim internationalen Fahrzeugschein. Ich weiß nicht, ich möchte hier unbedingt nach Japan, ob man den da braucht. Es wurde empfohlen, habe ich so in einzelnen Foren gelesen. Meine Verkehrszulassungsstelle hat das aber vor 10 Jahren das letzte Mal gemacht und die wissen gar nicht, was man da machen muss. Und die werden sich erst nochmal erkundigen. Bin gespannt, was daraus wird. Ja, die nächsten Tage beginnt der ganze Teil der Visabeschaffung, der Arztkram, alles erledigt. ADAC werde ich mir nochmal ein Upgrade meiner Mitgliedschaft holen. Sicher ist sicher. Ja, die Auslandskrankenversicherung, das wird noch ein Punkt werden. Das werde ich aber wahrscheinlich auch beim ADAC abschließen. Kann natürlich auch überall anders sein. Aber so habe ich alles aus einer Hand. Bei der Ausrüstung habe ich schon alles erledigt. Also ich beschreibe ja mit dieser Tabelle auch nur den Gap. Das heißt, mit Start des Projektes, 1.2., habe ich natürlich schon sehr viel Klamotten gehabt. Das Auto war da etc. Und ich muss ja nur noch das in der Tabelle aufführen, was für mich und für die Reise von Bedeutung ist. Ist natürlich ganz individuell. Jeder startet von einer anderen Situation aus. Genau. Der Job ist gekündigt, die Wohnung ist gekündigt, Kündigung der Krankenkasse muss ich noch machen. Arbeitslos gemeldet habe ich mich schon, aber dort wurde mir gesagt, dass ich mich am ersten Tag der Arbeitslosigkeit, bei mir der 1.9., persönlich im Arbeitsamt vorstellen müsste. Das kann ich nicht, weil ich ja dann hoffentlich schon in Griechenland bin. Das heißt also, das wird nichts werden. Ich habe jetzt noch ein Beratungsgespräch. Ich will ja auch keine Leistung vom Arbeitsamt haben. Erst nach Rückkehr nötigenfalls darauf zugreifen. Von daher denke ich mal, werden wir da irgendwie noch eine Verständigung finden. Dokumentation der Reise. Ich plane einen Blog zu schreiben. Dafür habe ich mir eine Webseite eingerichtet, einen YouTube-Kanal. Hintergrundmusik finde ich ganz wichtig, was man so an frei verfügbaren, kostenlosen Musiken bekommt, hat mich nicht so umgehauen, daher habe ich hier nochmal ein Abo abgeschlossen. Ja, Facebook und Instagram bin nicht der große Freund davon, aber ich denke mal, dort gibt es einiges an Communities, wo man sich vielleicht einschalten kann und Informationen bekommt, daher werde ich auf jeden Fall noch bei Facebook beitreten. Das Paket Sonstiges, Schlingenbänder, muss nicht THX sein, gibt es auch andere. Ein kleines, kompaktes Sportgerät, um unterwegs ein bisschen fit zu sein. Die Apotheke muss ich mir noch beschaffen. Hier habe ich geguckt, wenn die Landesverbindung
zu Pakistan und Indien noch geschlossen sein sollte. Wie komme ich von der arabischen Halbinsel runter? Ich bin ja oldschool veranlagt, das heißt, ich werde mir noch einiges an Landkarten besorgen, schön groß in Papierformat, finde ich einfach cool. Genauso wie ein paar Reisebücher. Das meiste habe ich digital, aber wenn man nochmal in so ein Buch blättern kann, das ist nochmal was anderes. Und für lange Strecken unterwegs gibt es natürlich noch eine Podcast-Sammlung und eine Musiksammlung. Ja, die ganze Geschichte hat sich bis jetzt absolut bewährt. Ich habe den Überblick und es gibt mir Sicherheit und Struktur, diese kleine Tabelle.